Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier in der Männer-WG bei The Elder Scrolls. Was spielen wir hier? Tamara Online. Unlimited. Online, genau. Online, genau so. Der gute Nico ist wieder mit. Schieb deinen Hintern aus dem Weg. Der gute Nico ist mit dabei. Diesmal habe ich den Namen vorher noch wirklich gelernt. Duta, der Beherzte. Hallo, Nico. Hallo. Grüße. Ich gratuliere. Ich muss applaudieren. Ja, danke. Das ist super. Ein schwerer Name. Ja, extrem schwer. So. Schön, dass wir wieder hier zusammengekommen sind. In der letzten Folge haben wir ja hier von der Buranatu noch eine Quest angenommen mit den... Ja, du bist schwer verletzt. Mit den Spinnen, und die gehen wir jetzt hier mal ab. Meine Kameraden sind zurückgekommen. Ich zeige die Schuppen der Dankbarkeit. Ihr seid der Held des Tages. Deinem Arm gibt's auch wieder besser. Schön, dass ich helfen konnte. Mögen eure Schuppen immer feucht bleiben. Mhm. Oh, nur nebenbei, wir kehren nicht ins Dorf zurück. Wir haben unser eigenes Boot und wir verlassen diesen verfluchten Felsen. Falls ihr je in Davons Wacht seid, solltet ihr der Gilde beitreten. Ich würde ein gutes Wort für euch einlegen. Mhm. Cool, Quest abschließen. Ja, wir kriegen also nur 42 Gold in die Hand gedrückt, aber nichts an Kleidung oder sowas. Richtig, keine anderen Sachen. Ganz schön geizig. Ja, aber Hauptsache unsere Schuppen sind feucht. Ja. Ja. Ne? Feuchte Schuppen. Hui Deibel. So, wir haben hier noch schon eine grüne Quest irgendwie, ne? Sprecht mit Molla. Eine grüne Quest? Ja. Warte mal, ich habe hier eine grüne Quest mit Vermächtnis der Ahnen. Ja, ja, trefft euch mit... Aber das sagt doch irgendwie... Heißt das hier nicht irgendwas mit... Ne, sprecht mit Molla? Molla die Holla? Wir sind ja hier noch im Ödfels, glaube ich, unterwegs, wenn ich das richtig im Kopf hatte, ne? Ach so, das ist die Pilzgrotte. Mal kurz. Sehr seltsam. Verbrennt die Vorräte? Ah ne, warte mal, wir sind nicht im Ödfels. Wo sind wir denn? Doch, wir sind auf Ödfels. Nee, sind... Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Übersicht verloren. Okay. Dann folge mir. Geil. Oh. Ich habe jetzt einen Bogen, wie ihr vielleicht noch mitbekommen habt in der letzten Folge. Da bin ich sehr stolz drauf. Endlich einen Bogen. Ja, ich freue mich. Weil endlich habe ich damit die Möglichkeit, in die Klasse anzufangen oder zu spielen, die ich ja spielen wollte. Fernkämpfer. Und Nico macht, Nahkampf, ja. Nahkampf, genau. Das finde ich gut. Ja, mei, bleibst du stehen oder was? Uff. Hallo doch nicht auf die Eichhörnchen, also bitte. Natürlich. Aber hey, in der Rhein, gleich mal mitnehmen. Siehst du? Wenn auch sonst nichts, ein paar schöne Innereien. Was gibt's Besseres? Außer Jute. Die Jute. Ich muss jetzt auch echt mal lernen, hier ein bisschen mehr die Augen offen zu halten für das, was hier so rumliegt. Ja, ein wenig. Was schleicht ihr jetzt hier so rum? Schmetterling? Ja, da kannst du die Flügel irgendwie rausruppen. Ja, Insektenstücke. Ja. Du weißt, wo wir hinwollen, hin müssen? Trefft euch mit Holgun. Ach nee, warte mal, das ist ja woanders. Scheiße. Die Quest ist ja woanders. Wir machen erstmal verbrennt die Vorräte, ne? TT verbrennt die Vorräte. Moment. Da, okay. Hier oben. Genau, also dann, Hallo? Ja, was? Nee, laut meines Navis geht's hier in die Richtung. Ja, nee, ist ja richtig. Ich hab nur... Wir haben übrigens die gleichen Schuhe an. Bei Frauen wird es schon wieder gut. Stress geben. Nee, ich hab nur aus Versehen auf E anstelle auf W gedrückt, also... Ja. So, verstehe. Ja. Ich spiele noch nicht so lange und so. Ich auch nicht. Wildfleisch. Schöne Landschaft. Oh, ja, diese Luft, ey, traumhaft. Ich mag's ja sehr, wenn's so frisch geschneit riecht irgendwie. Ja, ja, oh, Wölfe. Wo sind sie überhaupt? Ach da, stehst du hier irgendwo beim
Wo bist du denn? Warte. Huhu, halt, hinter dir. Hier, oder? Bist du das? Nee, es ist Yodalin. Ich renne hier mal. Du musst. Wieso bist du jetzt weg? Ich such dich auch gerade mal. Warte mal, wo bist du denn? Hier kann man irgendwas verkaufen. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ich bin hier in diesem Dorf. Warte mal, ich verkaufe hier mal was, weil ich habe kaum noch. Oder was machst du? Müsste mal ein bisschen was verkaufen, glaube ich. In welchem Dorf bist du denn? Ach, da hinten. Ah, jetzt sehe ich dich. Okay, alles klar. Das sechste Haus? Was ist denn das sechste Haus? Tag. So. Ja, Tag. Post. Na dann los. Gut. Laufe er voran. Die grünen Schuhe hier, echt. Schön die grünen Gummistiefel. Bot, bot, bot. Du darfst hier übrigens auch nicht immer an diesen Runen vorbeirennen, ne? Aber was für Runen? Was für... Oh, verdammt, ja, entschuldige. Musst du mal kurz den Knorpel gießen. Was? Was? Wo? Wer, wann, wie? Hä? Wer? Was los? Kommunikation im Wandel der Zeit. Was? Ende. Wie jetzt? Jute, hey, guck mal, die Blümchen, die kriege ich immerhin schon mal hin. Also da weißt du, wo die sind. Das ist cool. Da bin ich sehr stolz auf dich. Ja, danke schön. Bitteschön. Durchsuch Fass. Verbrennt die Vorräte höher. Und Trinkschlauch. Was macht er denn jetzt, der Wolf? Hallo? Hallo? Wieso ist jetzt wieder geheilt, der Wolf? Immer diese Online-Spieler, die buggen immer. Wir müssen doch einen weiter hoch, ne? Ja, wir müssen irgendwie... Warte mal kurz. Karte gucken. Ja, wir können in die Richtung jetzt hier... Wo bist du? Da bist du. Wir können dir. In die Richtung jetzt hier weiterlaufen, weil hier kommt gleich irgendwann ein Pfad und dem müssen wir dann einfach nach links folgen. Ich verstehe. Du meinst diesen hier, ne? Genau, diesen hier. Hammer. Da kämpft wer. Ha, Rang 5 bei Bogen hat er erreicht, Junge. Haha. Immer kurz eine verplättet. Oh, du bist... Was denn? Wer ist was? Ja, ich kann hier Freund von Feind noch nicht so richtig unterscheiden. Also irgendwie hapert es hier gerade ein bisschen bei mir immer noch. Ach, alles gut. Ah. Oh, hier ist ein Schild drin, den kann ich schon mal nicht nehmen. Oh, Magier. Ah ne, ist ja ein freundlicher. Alles gut. Die Bösen haben immer so einen roten Rahmen um sich herum. Ja, aber den dann erstmal sehen. Wo willst du überhaupt hin? Die Questings ist hier vorne. Ja, hier ist Eisenerz. Entschuldige bitte. Achso, okay. Fuck, was ich nicht mal aufnehmen kann. Mist. Ja, schmeißen wir. Ja, aber mein diese Einblendung hier. Ja, schmeiß weg den Lins hier. Ich warte jetzt extra mal ein bisschen auf Peter. Mal sehen, wann der wiederkommt. Da kommt er ja, schon. Ja, da ist er schon. Guten Tag. Gut. Ich interagiere mal mit den Vorräten hier. Aha. Und einmal verbrennt tun, bitte. Tu dies. Geil. Achso, ich muss das auch noch machen. Ja, das muss jeder für sich selber machen, witzigerweise. Okay. Oh, gut. So. So, befreit die Geiseln. Die müssen richtig. Ja da oben sein. Das ist gleich ein Stück weiter hier in die Richtung. Oh. Oh. Uschi. Uschikowski ist tot. Hier ist er. Da steht noch einer. Vorsicht. Hier sind ähnlicher Bogenfuzzi. Ey, du haust aber auch Schaden raus. Das ist ja echt unglaublich, ne? Jo, mit dem Giftpfeil. Der ist schon ein bisschen geil. Schwupp, da kniet er. Mit zwei Gold im Gepäck. Was für ein Lappen. So, hier. Boah, hat der sich vorgedrängelt mit der Truhe? Echt? Ich glaub's nicht. Wo bist du? Oh nein, ich glaub's nicht. Hier, ich bin hier gerade bei einer Truhe, ja?
Ja, ich seh dich. Fuck, kommt die jetzt auch wieder, die Truhe? Oder ist die weg, weil er die geplündert hat? Das kann ich dir nicht sagen. Epikon, der alte Gierlappen. Ah nee, warte mal, der aus Skyrim, der hieß ja Brynjolf. Macht die Sache auch nicht besser. So, was wolltest du mir denn zeigen? Na, ich wollte dir gar nichts zeigen. Ich wollte nur sagen, dass hier Quests bla und so ist, ne? Ach so, Geißel. Ja, genau. Moin. Bjorno, ihr seid keine Renditen. Helft mir. Warum guckst du so? Ja. Haben sie euch gefangen genommen? Sie haben mich im Wald erwischt. Mhm. Wir haben Feuerholz gesammelt. Dedring, mein Bruder, hat versucht, sich zu wehren. Sie haben ihm den Schädel mit einer Axt gespalten. Mhm. Ich dachte, ich sei ein toter Mann, bis ihr kamt. Lasst mich euch losbinden. Bei Shaws Knochen. Danke. Ich würde am liebsten jeden einzelnen dieser Banditen töten, aber ich bin kein Kämpfer. Zum Glück seid ihr es. Tötet ein paar für Dedring. Ich gebe euch einen aus, wenn wir wieder im Dorf sind. Alles klar. Und auf euren Bruder. Quest abschließen. Auf frostigem Grat. Das war bestimmt der Bruder von Brynjolf. Haha, abgeschlossen. Okay. So, Kiste ist weg. Der Sau, sagt der. Okay, what's next? Gute Frage. Das hätten wir ja fertig. Wo ist denn dieser Holgun? Dammit. Oder gehen wir mal zum Moller. Hier sind also dieses so wie ich sehe, sind wir hier komplett fertig. Wir müssen jetzt nur noch in die... Sprecht mit Molag, betretet die Pilzgrotte, trefft euch, findet die vermisste Einheimische. Vermissten Einheimischen, vermissten von Ödfels. Wow! Alter! Krass. Hat der dich da mal schön weggeknallt, der Typ. Ja, weißt du, ich hab grad mal in die Richtung geguckt und zack, lag ich auf dem Boden. Alter Schwede. Meine Güte. Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es hier nicht noch irgendwie ein paar mehr Quests oder so gibt. Ja, ich wollte gerade gucken, warte mal. Achso. Tee. Eisenerz. Also vom Prinzip her sind wir hier oben fertig. Wir müssen jetzt einfach nur zurück ins Dorf und dort die ganzen Quests entweder jetzt halt abgeben oder neue annehmen oder wie auch immer. Oh shit, ich werde schon wieder angegriffen. Ach nee. Wo, wie? Du. Ich, ja. Du bist im Kampf, ja. Wenn einer von uns beiden irgendwie im Kampf ist, dann leuchtet das bei mir hier so rahmlich rot. Ja, bei mir auch. Okay, dann ist es aber nicht nur, wenn man selber auf die Fresse kriegt, sondern der andere auch. Genau. Schön weggehauen hast du den. Ja, was sein muss sein. Hat die Judy mal. Da vorne. So, auch ein Bogenschütze. Ein Berufskollege, mehr oder weniger. Also, welche Quest machen wir jetzt? Molla. Oder was? Ist eigentlich egal, die sind alle im selben Gebiet. Okay. Wir müssen einfach nur zurück ins Dorf, zum dritten Mal. Ja, entschuldigen Sie mal. Na dann? Kann man da vielleicht auch irgendwie hinporten oder so? Das wäre natürlich durchaus praktisch. Was ist denn hier mit diesem Hügelgrab? Das Himmelsschleier. Oh, hier ist eine Kiste. Look at this. Oh, Jutebeinkleider der Magiker. Brauchst du sowas? Oh fuck, ich hab nicht mehr genug. So. Ech. Truhe wird gerade benutzt. So, jetzt ist Truhe weg. Super. Was ist denn hier mit diesem Hügelgrab eigentlich? Waren wir da schon? Himmelsschleier-Hügelgrab. Ich glaube schon, dass wir hier waren. Doch, wir waren hier schon. Ja? Okay. Weil ich dachte eigentlich, wenn man einmal irgendwo gewesen ist, dann zeigt er das nicht mehr an auf der Map. Doch, er zeigt es noch an, aber er zeigt es dann so weiß quasi mit einem schwarzen Rahmen, Ach so. Dass man das schon erkundet hat und so. Aber kann man dann da... Okay. Schnellreisen. Ja, es kostet aber Geld. Ja, ich sehe das gerade. Gut, dann lass ich lieber zu Fuß gehen. Genau. Also hier Richtung Molla. Genau.
Gott, ja, ich denke, du hast hier irgendwo einen Feind gesehen oder so. Nein. Du siehst so wild aus, dass ich gedacht habe, du seist einer. Uah. Alles klar. Was ist das hier? Sagt Hauptmann Rana. Nee, wir gehen erstmal zu Molla. Molla, die kleine Schnalle. Aha, was ist jetzt hier? Achso. Ich will hier was verkaufen, ey. Ich habe kaum noch irgendwie Platz in meine Taschen. Können wir doch gleich mal gucken gehen. Hier waren wir doch nicht wirklich unterwegs, oder? Hier irgendwie, also es kommt mir zumindest nicht so wirklich bekannt vor. Nee, ne? Niemand wird zurückgelassen. Ara Erdwender. Das Schneerandhaus. Man müsste hier so ein Gasthaus oder Schmiede mal irgendwie finden, weil da kann man bestimmt was verhökern. Hm. Aus der Familie Edwender. Was haben wir denn hier Schönes? Grüße. Hier, Tilrani Schneerand. Ja, man weiß nicht, was das immer für Hoshis sind. Ah, unser mysteriöser Gast. Hier rennt einer rum, der... Mein Mann Holzgar hat euch gefunden. Hier. Falls ihr nach Vorräten sucht. Seid ihr hier richtig? Bei Maesa in der Schmiede. Da kannst du was verhökern und kannst was kaufen. Ach da, okay. Ja, man sollte auch mal... Glaube ich zumindest. Verkaufen, genau. Man kann auch was verkaufen. Siehst du mal. Dann hätte ich gerne den verkauft. Also hier kannst du übrigens auch den Beruf erlernen. Da können wir ja ruhig mal machen, oder? Schmieden, meinst du? Ja. Reicht ja wohl, wenn ein anderer das von uns macht, oder? Was soll der andere machen? Ich habe keine Ahnung. Gibt's denn nur Schmieden? Nee, du kannst ja jeden Beruf machen. Jeder hat ja jeden Beruf. Jeder kann ja jeden Beruf machen. Ja gut, okay, dann können wir... Ja, dann machen wir es so. Ja. Wieso verkaufe ich dann okay. Mal alles Apparatur. Reparieren, krass. Wir reparieren erstmal alles. Schild wurde repariert. Das war alles repariert hier. So, mal kurz schließen, nochmal anquatschen. Hi, kommst du her? Ah, unser mysteriöser Gast. Mein Mann Holzgar hat euch gefunden. Falls ihr nach Vorräten nicht sucht, genügend Rohmaterial. Seid ihr hier richtig. Gut, pass auf, dann lerne ich jetzt mal kurz das. Was denn? Hier liegen Bücher. Einführung in das Schneiderhandwerk und Einführung Grundlagen der Schmiedekunst. Aha. Könnt ihr euch gerne wieder so durchlesen? Ja, einmal kurz auch hier. Also erste Seite, zweite Seite, dritte Seite, vierte Seite, fünfte Seite. Genau, und hier liegt noch ein Buch. Schneiderei für Einfallspinsel. Ja, Moment. Ja, okay, Entschuldigung. Erste Seite, zweite Seite, dritte Seite, vierte Seite, fünfte Seite. Weil hier kann man sich zum Beispiel nämlich auch Bögen herstellen und so, ne? Also du brauchst halt immer eine gewisse Anzahl an Rohmaterialien, die du halt dann aufwerten kannst. Zum Beispiel hier steht, unbearbeiteter Ahorn. 10 Exemplare können in 7 bis 10 geschliffene Ahorn veredelt werden. Wird zur Herstellung von Schilden, Stäben und Bögen der Stufe 1 bis 14 verwendet. Ne? Also wenn du jetzt halt Holz hast, dann kann man den hier noch bearbeiten. Okay. Ach, unser mysteriöser Gast. Ich würde jedenfalls gerne hier mehr über die Schmieden, über das Schmieden erfahren. Nach Vorräten sucht, seid ihr hier richtig. Wir benutzen Hammer und Amboss, ein Rezept von Rüstungen und Waffen läuft in Wildnis. Klein, dafür schnell und lecker. Viel Metall, Hase, also durch sehr schnell, Berge aber köstlich. Und nach dünsten Herzen. Oder schmoren, Ohren im Dorf verkaufen. Mit Rohmaterialien schließt man schnell an seine Grenzen. Erinnert mich an Moorhuhn. Man benötigt Lehrbücher der verschiedenen Stile und besondere Materialien für anspruchsvollere Arbeiten. Da es einer ihrer heiligen Tiere ist. Oder Haustier. Katze. Köstlich. Auch hier nicht vor Verbündeten essen. Noch ein heiliges Tier. Hol es dir von der Straße und verstecke auf jeden Fall den Schwanz. Ziege. Alles außer den Hörnern. Die Hörner sind zu hart. Wanderratte. In Gallenbier beizen. Köstlich. Auch Seemänner werden euch dafür danken. Affe. So niedlich. Schmeckt aber nach Wild. Mit Drachenzungensaft einreiben und mit Teilul rumbeizen. Das waren die Rezepte, die hier rumliegen. Schönes Ding. Hier steht ein Döner auf dem Tisch. Ein Schweinefleischdöner.
Döner Spieß. Schweinefleischspieß. Mhm. Dürfte ich den jetzt mal kurz schmieden lernen, bitte? Bitte, tu dies. Gut, alles klar, weil sie hat nämlich gerade was Aufregendes erzählt und du hast die ganze Zeit dazwischen gequatscht. Ach, entschuldige bitte. Macht nix, alles unser gut. Unser mysteriöser Gast. Wir benutzen Hammer und Amboss, um Rüstungen und Waffen zu schmieden. Dafür braucht man viel Metall, also durchkämmen wir Berge und Höhlen nach seltenen Erzen. Nur mit Rohmaterialien stößt man schnell an seine Grenzen. Man benötigt Lehrbücher der verschiedenen Stile und besondere Materialien für anspruchsvollere Arbeiten. Okay, ich bin sicher, dass es einiges zu lernen gibt. Darauf könnt ihr wetten. Ein echter Schmied kann seine Metalle lesen, um ihr Potenzial abzuschätzen. Während des Schmiedevorgangs müsst ihr eine Eigenschaft wählen, die am besten zu dem Gegenstand passt. Etwas Zusatzgewicht, eine extra scharfe Klinge, um nur einige Beispiele zu nennen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Hast du denn genügend Eisenerz schon? Der Gegenstand kann noch verstärkt werden, indem ihr Härte verwendet. Okay. Diese können den Wert und die Qualität des Gegenstandes enorm erhöhen. Mhm. Natürlich bergen lohnenswerte Unternehmungen immer ein gewisses Risiko. Achso, das war wieder bei meinem Problem. Beim Versuch, einen Gegenstand zu verbessern, könnt ihr ihn zerstören. Seid also vorsichtig. Ja, das Ganze kenne ich ja noch aus Skyrim. Okay. Trotzdem verkaufe ich... Achso, oh, verkaufen. So. Die drei Fetzen. Da. Ah, sehr schön. So. Eisendolch, Zweihänder. Mhm. Die grünen lasse ich mal vor sich selber. Einhändig, 2, 3, 4, 5, 5, ja. Der kommt so. Her. Machen wir mal. Ah ja. Ich habe jetzt nämlich mal die ersten Lederfetzen hergestellt. Ja, das muss ich ja auch gleich nochmal machen, glaube ich. Alter, kann man denn bei dem Schmied nicht Sachen auch rückverwandeln? Also quasi... Meinst du, das, was du verkauft hast, wieder kaufen oder was? Nee. Dass man Sachen verwertet. Nee, ich glaube, dafür musst du zum Verzauberer oder so. Nee, nicht verzaubern, sondern verwerten. Ah, hier, verwerten, alles klar, da geht's. Da geht's. Nein! Ach, jetzt habe ich einen Gegenstand gemeldet, ich Idiot. Okay. Schreinerbau. Alter, ich werd noch blöd hier. So, sammeln 10 rote mal. Drücke E auf. Denk dran, sobald ihr den Rohr. Gut, wir haben keine zu verähnelnden Materialien. Okay, das hat sich also schon erledigt. Was haben wir hier Schönes? Köder zum Fischen, scheiß drauf. Schneidetisch. So. Fair werden. Also aus weißen Sachen kriegt man anscheinend nichts verwertet. Also können die weißen Sachen entweder halt so am Tisch verbessert werden, an der Schreinerbank, je nachdem, ob man die Materialien hat oder man verkauft sie stumpf. Nee, pass auf, du kannst halt, wenn du oben bei deinem Dings drin bist, bei dem Tisch, wo du gerade arbeitest. Ja. Dann hast du doch oben, wo Herstellen zum Beispiel steht. Ganz oben. Da kannst du doch wählen zwischen Veredeln, Verwerten, Aufwerten und Analysieren. Ja. So, und wenn du da eben auf Verwerten gehst, dann kannst du dir aus dem Inventar, zeigt er dir an den ganzen Kram, den du halt drin hast. Und dann aus den weißen kriegst du meistens halt nur Materialien raus. Und aus den grünen kannst du halt eben höherwertige Materialien rauskriegen. Mach das doch einfach mal. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und du kannst halt natürlich an den... an der Schmiede nur Eisen verarbeiten, am Schreinertisch halt nur Holz und so weiter und so fort. Mhm. Also du musst dann da halt schon die verschiedenen Berufe dann auch dann benutzen. Weil so kriegst du halt zum Beispiel dann noch
durchaus mal irgendwelche Materialien raus. Ah, unser mysteriöser... Sehr schön. Okay, 30 von 60 Platz, was haben wir hier? Ach hier, das kann auch alles weg. So. Honig, Getränke, das kann weg. Ein Köder zum Fischen. Ah, die Innereien sind Köder zum Fischen. Das ist eine schicke Sache. Ein Köder zum Fischen, der kann eigentlich auch weg. Ah, ich verstehe hier. Okay. Speisen, Getränke. Der Beton verwendet wird. Aha, Verzauberungstisch. Ja, 22 von 60 Platz, das müsste jetzt eigentlich passen. Okay. Ja. Wo bist du denn gerade? Ich stehe am Alchemietisch. Alchemietisch? Ja. Ach, da hinten? Jo. Unbekannter Trank. Na, dann stellen wir doch mal her. Schlückchen der Unsichtbarkeit. Habe ich jetzt gerade gebraut. Hier, ihr verschwindet 3 Sekunden lang. Hauen wir uns nochmal hinter. War ich weg. Irre. Also vielleicht sollten wir in Zukunft das mit den Berufen offline machen, oder? Was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Das dauert sonst zu lange. Genau. Das nimmt sonst zu viel Zeit in Anspruch. Das denke ich nämlich auch. Also, ihr da draußen, ihr habt gehört, wir machen damit sowas nur weiter, wenn ihr nicht mit dabei seid. Richtig. Das bringt euch nichts und wir können es in Ruhe machen irgendwie. Ne? Ganz genau. So, what's next? Next to the Sprague mit Moller. Achso, yes, yes. Moller, so Holla. Die ist hier Moller unten. Moller tun hier irgendwie. Wo seid ihr? Da hinten. Theo. Nun? Geht los? Ja, kannst du anfangen. Moller! Sie sind am Leben. Und sie sind nicht mehr pelzig. Du hast ein Brot in der Hand. Ich habe ein Brot getragen. Und irgendwie hat die ganz schön haarige Handrücken. Oder soll das Dreck sein? Ja, es ist schmutzig. Ah. Ja. Okay. Schön, dass ich helfen konnte. Ich weiß nicht, was wir sonst getan hätten. Den Rest unserer Leben als käsefressende Nager verbringen? Igitt! Falls ich diesem Magier jemals wieder über den Weg laufe, dann zeige ich ihm, wie man sich als Ungeziefer fühlt. Quest abschließen. Cool. Abgeschlossen cool. In Bodennähe. Jo. Rang 7 bei leichter Rüstung erreicht. Oh, da muss ich mich auch nochmal mit auseinandersetzen. Rang 8 bei schwerer Rüstung. Ja, weil du kannst ja da irgendwie auch noch die ganzen Teile da irgendwie auch noch pimpen. Ja. So, und wir müssen aber jetzt... Findet die vermissten Einheimischen. Oder optionale Schritte, sagt Hauptmann Rana, dass sie früher mit der Evakuierung beginnen soll. Also das heißt, wir haben ja hier noch irgendwo Leute dann rumflitzen, wa? Wir haben ja auch noch nicht irgendwie, wie ich mir das angucke, die ganze Insel entdeckt, ne? Nee, haben wir doch gar nicht. Na, sollten wir das nicht erstmal tun? Ja, naja, ich dachte so, dass man vielleicht nach und nach machen könnte. Die ist nicht groß, die Insel. Die ist wirklich nur ganz klein. Na ja, gut, okay. Noch fein. Also, wollen wir die erstmal entdecken? Wir können auch erstmal hier, wenn wir schon mal hier sind, können wir kurz die Quest abgeben, also bitte. Oh! Moment, halt. Wenn du jetzt da reingehst, dann guck, dann ist das eine optionale. Dann sagst du, dann retten wir keine Einheimischen mehr, sondern sagen, okay, scheiß drauf, evakuiere gleich den Rest. Okay, gut, dann halt so. Sind hier Gutmenschen oder sind hier Gutmenschen? Wir sind Gutmenschen. Okay.
Aber laut meinem Handy, was gerade vibriert hat, und zwar arg doll, okay, ist diese Folge schon wieder vorbei. Die war jetzt nicht sehr produktiv, aber naja, wir haben ja uns einen Entschluss gefasst. Ja. Wir haben das schon einmal getan. Genau. Okay, dann, achso, kann man hier aus der Ich-Perspektive zielen. Okay, ist ein bisschen Skyrim-mäßig. Du hast eine ganz rote Nase irgendwie. Ja, das liegt, das ist hier meine, Dings hier, meine Bemalung. Achso, okay. Dann, liebe Leute, würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter hier auf Ödfels, oder? Ödfels, ja. Whatever. Und gucken uns dann hier mal um, ob wir dann die anderen Vermissten hier noch finden. In diesem Sinne sage ich mal Tschüss und jetzt kommt Nico. Ja, ich sage auch Tschüss. Dankeschön fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.